Ach ja, manchmal bin ich nicht nur blind, sondern auch blöd. Man kann hier mit Keim einfach noch weitere Stufen runtergehen. Und kommt dann anscheinend ganz nach unten. Ich weiß auch nicht. Wir laufen erst einmal zu der Kiste. Aber vorher noch mal den Kampf. Ah, den erspare ich euch. So, in der Kiste befindet sich das Zwillingskreuz. Was immer das jetzt auch ist. Ausrüstung, Keim. Wir gucken uns das einfach mal an. Verdoppelkonter. Einfach mal dran tun. Klingt nicht schlecht. Dann einmal bitte heilen. Die Kug. Heiler auf Max. Ja, so gefällt mir das. Gut, dann braucht der Keim nur noch einen Erfahrungspunkt bis zum nächsten Level. Das ist ungeheuerlich. Ich kriege übrigens die ganze Zeit irgendwelche komischen Achievements. Irgendwie gerade war keiner ist besser und jetzt gerade hatte ich tausendfacher Dank. Ich glaube, das ist abhängig davon, wie oft man mit den Charakteren den Finisher gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich werde mir das nachher mal in Ruhe angucken. Dann gehen wir mal hier rum. Ist das rote Siegel? Und ich denke mal, jetzt müssen wir hier die Dings runterziehen. Und dann wechseln wir. Und dann können wir die anderen nachholen. Können wir leider nicht nachgucken. Ist hier vorne noch was? Wir gehen hier noch einfach mal locker flockig weiter. Ne, hier hört es auf. Dann stellen wir uns mal in Position und wechseln. Und ja, genau das habe ich mir gedacht. Dann greifen wir das mal. Und ziehen das hier schön drauf. Und dann sind wir auch da. Ist aber schön, dass die alle Säulen extra für uns platziert haben. Hallo Keim. Anscheinend habt ihr es auch geschafft. Dann mal los. Es funkelt und leuchtet und... Oh, bitte. Gib mir jetzt noch einen Speicherpunkt, sonst raste ich aus. Ich meine, muss. So scheiße war das Spiel noch nie, dass es so einen riesen Abschnitt hat doppelt spielen lassen. Meine ich zumindest. Hoffe ich. Wir haben es geschafft. Hä? Was haben wir geschafft? Auf diesem Turm sind ein paar hübsche Schätze versteckt. Holen wir sie uns. Okay. Ist hier nichts? Ne, hier ist auch nichts. Oh, er ist jetzt draufgegangen. Oh. Ich habe Angst, dass jetzt der Bosskampf startet. Er startet anscheinend ohne Speicherpunkt. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt echt. Puh, das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Naja, was soll's. Wir machen das schon. Ist das das Da ist Steinchen? er! Der magische Stein! Oh, nein! Was? Überlass das mir. Ich bin ein Steinologe. Was zum... Oh, dieser Idiot! Oh, was für ein Amateur. Jensen, nicht anfassen! Nicht anfassen, aber wir brauchen ihn doch. Also gut, seid bitte alle still. Seht zu, wie ein Profi seinen Job macht. Ruhe bitte. Danke. Ihr könnt gerne mitschreiben, lasst mich nur. Es wird bestimmt, ob er männlich oder weiblich ist. Ruhe. Mist! Ah! What the fuck? Oh, ey, wenn ich den jetzt verkacke, ne, dann raste ich aus. Na, komm doch her! Oh, ich hätte lieber Jensen mitgenommen, ganz im Ernst. Uralter böser Geist. Erstmal gucken, was passiert. Du zauberst als allererstes Weißmagie und dann nehme ich hier All Barricados.
auf uns. Fähigkeit. Hebt den Effekt eines von dem Feind gewirkten Zaubers auf. Kontersiege. Stehen. Du greifst einfach mal an. Du zauberst Weißmagie. Du machst dann Eulschildus oder machst du Deckung? Du machst Eulschildus, damit wir beides abgedeckt haben. Okay. Das ist nicht nett. Das auch nicht. Und das auch nicht. Ich muss mal ganz kurz testen. Fortsetzen. Fortsetzen. Wir machen irgendwie kaum Schaden. So, das macht wahrscheinlich schon viel angenehmer. Machst du was? Der macht immer noch ziemlich viel Schaden. Und die Dinger gehen mir tierisch auf den Sack. Ich glaube, wir hauen den um. Ja. Weißmagie. Und dann machen wir jetzt mal weiter. Deckung gar. Auf Nummer 1. Und auf den. Und du zauberst Weißmagie, Deckung gar. Auf Nummer 2. Zögerung geht mir auf den Sack. Wir radieren erstmal weiter das Ding aus. Fähigkeit. Zauber. Weiße Magie. Du machst jetzt mal Zephira. Du greifst den an. Und du zauberst weiße Magie. Deckung gar auf Kug. Die ist momentan am ärmsten dran. So. So. Hat das nicht schon auf allen? So, Treffen. Treffer binden. Position von Keim? Bitte was? Steht er jetzt zwischen den Reihen? Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Egal. Was hast du für einen Status? Ach, ich guck's mir gleich an. Fortsetzen. Angreifen. Zauber. Weißmagie. Deckunger. Machen wir, obwohl wir machen jetzt einfach. Oh, wir machen mal Allheilmittel und dann Formationslähmung, das ist egal. Ich kann mich mal Deckung gar auf Seed. Das war gut. Also mit Deckung reißen wir auf jeden Fall was.
Tyler. Was ist denn jetzt Tyler? Misserfolg, das ist gut. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das gut ist. Du machst das auch? Auf wen? Auch Misserfolg. Sehr gut. Es löppert, es löppert. Angreifen. Zauber, weiße Magie. Was machen wir jetzt mit dir? Löschen. Was ist löschen? Hebt negative Wirkungen auf. Das klingt gut. Angreifen. Gegenstand. Irgendwas Mana-Dingsartiges für Kug. Mana-Kraut. Mana-Blüte. Mana-Flasche. Haben wir nicht noch Bindungsheiler? Ach so, das hebt das auf. Das ist schön. Erst ultimative, erstklassige, dann nehmen wir die erstklassige. Obwohl, dafür hat sie ein. Obwohl, ach komm, scheiß drauf. Gut. Hauptsache, sie ist wieder voll. Ja! Ich will definitiv den. Dieses ST da auf 1 haben. Aufeinanderfolgende Welle. Na, ja, war klar, dass er sich die raussucht. Die noch keine Deckung hat. Nochmal weiter angreifen. Nee, du zauberst Weißmagie, dann Deckungar auf Ming. Du greifst an und du zauberst Schwarzmagie durch Wassermine. Ah, okay. Smara Krafter. Gucken, was passiert. Der dürfte verziehen sein, der ist schon am. Ich glaub's ja nicht. Bitte nicht nochmal Ming. Sehr gut. Oh, 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 Deckung alles nach. Nicht gut. Die Viecher sind gar nicht doof, die erneuern das. Okay, er macht einen Gegenangriff. Das ist natürlich nicht nett. Das jetzt auch wieder auf Keim? Ja, Tatsache. Dann greifen wir mal dich an. Du greifst das Ding an. Du zauberst Weißmagie. Kannst du Deckung gar bei Keim erneuern? Ja, kannst du. Gut, dann greifst du auch den an. Und du machst Weißmagie Heiler auf dich selber. Gut. Okay. Rückkehrmagie deaktiviert. Das ist nicht gut. Das heißt, wir können jetzt nur mit Magie angreifen und wir haben nur zwei Magier in der Gruppe. Richtig spaßig. Naja, dann werden wir uns jetzt um den anderen bemühen, bis der nur noch dieses da eins hat. Angreifen. Dann wollen wir mal weiße Magie, Deckungar, kannst du noch mal wieder irgendwo erneuern? Bei ihr, gut. Dann greifst du den so lange an und du fängst dann mal an zu zaubern. Feuerer, keine Ahnung, gib alles. Yeah!
Oh, Senkung. Na toll. Ich bin begeistert. Auf einer vollen Welle. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen mal unser Zeug wieder ein bisschen herstellen. Wir verteidigen jetzt. Du zauberst Schwarzmagie. Ach, ich habe keine Ahnung. Fähigkeit, Konzentration. Ist wahrscheinlich nicht das Schlechteste. Fähigkeit, Kontersiege hebt den Gegenangriff eines Feindes auf. Ich weiß ja nicht. Der weicht dem allen aus. Was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das falsche Ding angegriffen. Und ich habe, also ich weiß, dass wenn man beide runterkloppt, dass das nicht so klug ist. Man kann ja mal Heilungskraut auf Sass schmeißen. Und du zauberst Geistmagie und dann machst du... Geistus erhöht den magischen Angriff eines Gruppenmitgliedes. Was machst du? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich solltest du Konzentration machen. Was macht Tyler? Ich bin irgendwie froh, dass es immer missfällt. Sehr gut. Sehr gut. Wir verteidigen wieder. Schwarze Magie, Feuerer, auf dich. Du greifst einfach den weiter an, in der Hoffnung, dass das Ding runtergeht. Du machst Geistmagie, dann auch Geistus auf Kug dann, dass die dann stärker, schneller, schöner, besser wird, weil es auch immer... Es macht echt kaum Schaden. Ich hätte da echt meine Gruppe disponieren sollen. Oh, jetzt weiß ich, was Tyler macht. Verteidigen, verteidigen. Fähigkeiten. Zauber, Schwarzmagie, keine Ahnung, soll ich einen anderen versuchen? Versuchen wir mal den. Du benutzt Heilungstrank, Heilungskraut. Auf Keim. Nochmal ein Heilungskraut auf Keim. Und du zauberst Schwarzmagie auf Krafter auf dich. Hier. Hier. Sehr schön, jetzt ist er voll. Und klappt das jetzt immer noch bei dem? Nee, sehr gut. Klappt nur selten. Was sagt Krafter? Krafter sagt, ich rocke. Das gefällt mir. Ich habe meinen Zauber gefunden. Und mit Zed können wir auch schön die MP wieder verteidigen. Ja genau. Wir greifen jetzt einfach mal den weiter an, weil wir wollten da ja Dinge tun. Dann Zauber, Schwarzmagie. Krafter. Auf den. Du machst Gegenstand. Irgendwas mit Mana. Mana-Kapsel, starke. Mana-Kraut. Krug. Und das nochmal. Wo ist das Mana-Kraut? Komm her. Da. Schön. Und du zauberst Schwarzmagie, auch Krafter. Auf ihn. Na, noch ein paar Runden, dann haben wir's. Ich meine, läuft jetzt nicht optimal, aber es läuft. Ich will es ja nur noch um eins haben. So. Ja.
Ich habe so eine Fliege, die geht mir tierisch auf den Zieren. Sehr gut. Läuft richtig gut, würde ich sagen. Wir greifen den dann nochmal an. Zauber Schwarzmagie. Hier, ne? Dingsbums, da ist es Krafter. Wieder auf ihn. Du greifst einfach mal mit an, weil den anderen geht's gerade gut. Und haben wir irgendwas, was die Geistfähigkeit, Verzögerung, langsamer, schneller, Verwirrung, Furcht. Ja, ich hätte es gedacht, irgendwie Geschwindigkeit bringt ja nichts, weil er das sofort wieder daher donnert. Ja, ich hätte jetzt irgendwas gedacht, was die Magieresistenz des Gegners sinkt. Aber das haben wir nicht. Daher geht's weiter. Mit dem Gems dabei wird es wahrscheinlich noch besser laufen. Und... sehr gut. Jetzt sind wir bei 1. Jetzt macht er ordentlich Schaden. Das Krafter. Ist schön. Da freue ich mich. Das war jetzt nicht nett. Wir haben ja eh nichts zu tun, obwohl es wahrscheinlich besser wäre, wenn wir verteidigen. Wir verteidigen. Wir zaubern weiter. Hier Krafter auf den. Gegenstand. Ich denke, wir haben da irgendwas Heilungstrankartiges. Erstklassige Heilungskraut. Auf ihn selber. Und nochmal Heilungskraut. Auf Ming. Und du zauberst mir schön weiter Kraft da auf ihn. Hier. So. Hier. Das sieht auch gut aus. Sehr gut, das war ein Misserfolg. Und solange es nicht zu kritisch wird, brauchen wir Deckung gar auch nicht wieder nehmen. Dann nutzen wir das lieber zum Schaden machen. Also verteidigen, verteidigen. Zauber, Schwarzmagie, Kraft da auf den. Fähigkeit stehlen. Wir können es ja mal versuchen. Zauber. Na. Kraft da. So. Oh, nicht gut. Sehr gut. Sehr gut. Schadenschutz. Wow, Kug macht mehr Schaden als der. Uralter böser Geist hat nichts. Ist ja langweilig. Naja. Einmal noch. Zauber, Schwarzmagie. Solange er uns jetzt nicht ausnockt, ist ja alles in Ordnung. Ich gehe einfach mal nicht davon aus. So, und jetzt nochmal dahin, weil es Spaß macht. Unseren beiden Damen auch nichts. Schön. Und jetzt. Hau ihn um. Da haben wir es dem uralten bösen Geist gegeben. Jetzt ist nur noch der da. Und da verfahren wir einfach weiter so. Schwarzmagie, Kraft da, gib ihm. Der dürfte jetzt weg sein. In einer Runde. Wir
Wobei ich sagen muss, dass der Schaden von Sage echt... minimal ist. Schönes Ding. Schönes Ding. Das ist echt ein Kinderspiel. Wow. Engelsfeder und Engelsring erhalten, das ist wieder Kuh-spezifisch. Sehr schön. Ich gönn mir einen Schluck zu trinken. Heute gibt es Ja-Cola ohne Zucker. Richtig lecker. Pass auf! Wow. Leute, lass das! Seht ihr? Er hat das nur getan, um den Stein zu kriegen. Von ihm könnt ihr lernen. Das stimmt. Ja, der Jensen ist schon ein guter. Ich hoffe, wir sind jetzt wieder auf dem Schiff und müssen nicht den Weg zurücklaufen. Boah, wenn wir zurücklaufen müssen, ne? Ich raste aus. Obwohl, können wir eigentlich gar nicht, oder? Obwohl, sie hat ja gesagt, für den Rückweg ist gesorgt. Das tun die mir nicht an. Boah, danke. Danke, Spiel, danke. Captain Set, darf ich auch mal? Ich weiß nicht. Er ist gefährlich. Er explodiert, wenn du ihn fallen lässt. Gefährlich? Hör mal, das Ding kann uns alle töten. Ja. Hier, fang! Hab ihn! Turten, warum habt ihr nicht gefangen? Er sagt, er explodiert! Hoffnungsloser Fall. Gib mir das. Gern geschehen. Lass den Blödsinn. Ja, ja. Ach, lass ihn nur. Er hat eine schwere Kindheit. Ja, nach 1000 Jahren wird man ein wenig launisch. Wow, genau passend. Ich bin ja volle Ohren. Da hat der Xbox-Controller alles gegeben und ich dachte schon, okay, warum macht das Spiel so einen Lärm? Das ist ja eine typische Vanessa-Aktion. Okay, dann haben wir das jetzt auch. Wir haben was erreicht. Und ich weiß gar nicht, können wir jetzt eigentlich im Schiff speichern? Ich habe das schon wieder vergessen, ich glaube nicht. Deshalb müssen wir hier nochmal in den Meeresgrund. Und dann irgendwie hier raus. Ich glaube, das ist da lang. So. Hier. Oh, wir sind viel schneller. Auch unter Wasser. Das ist sehr angenehm. Dann würde ich gerne einmal... Es steuert von alleine. Das ist auch schön. Ich meine, ich wollte ja nur, ne, aber ist okay. Klingt nicht gesund. Volle Kraft voraus. Alle Mann festhalten! Ich helfe dir. Nein, danke. Oh, verbrannt. Hm? Kümmere dich um deinen Kram. Ha ha ha!
klingt das alles nicht so gut. Dieses ständige Alarmgeräusch im Hintergrund. Wir haben es anscheinend geschafft. Und da kann man anscheinend anlegen. Wenn nicht über Wasser, dann unter Wasser. Ja, einmal bitte runter und dann einmal gucken. Hier muss irgendwo was sein. Sieht zumindest so aus. Oh, da ist auf jeden Fall schon mal ein Schatz. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Hallo. Entzugstein, was wir nicht alles finden. Ja, ich möchte jetzt gerne an die Spitze von der Insel. Wie das einfach nur alles gleich und blau aussieht. Wo ist denn jetzt die Spitze der Insel? Ist es da? Also das wäre hier irgendwo, aber ich sehe hier nichts. Warum wird mir das hier angezeigt? Kann ich hier doch an Land? Sieht schlecht aus. Ich kann doch an Land. Okay, ich kann an viele Orte. Und ich bin dafür, wir gehen jetzt erstmal ins Flüchtlingslager. Weil dort konnten wir uns mit Proviant zudecken und wir können speichern. Ich weiß, wir können auch im Schiff schlafen, aber irgendwie können wir im Schiff nicht speichern. Und daher machen wir uns einmal auf den Weg hierhin. Stocken unsere 3 Millionen verbrauchten Mana-Gedüngs wieder auf. Schön, dass ich erstmal wieder die falsche Seite genommen habe. Ich bin so ein Held. Naja. Hier ist der Speicherpunkt und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Lost Odyssey. Wo immer wir auch hin müssen. Ciao!